man mit 100 Sachen über den Highway brettert, geht es bei jeder Entscheidung um Leben und Tod. Ich bin La Katrina und das hier ist der Graveyard Shift. Bist du der Gringo, der unseren Midnight Run fahren will? Fahren und gewinnen. Ich bin Tyler Morgan. Morgan, hä? Nie von dir gehört. Versuch einfach mitzuhalten. Ich werde deutlich mehr tun. So, bleibe mindestens 30 Sekunden lang erst und gewinne das Rennen. Ja, komm, 30 Sekunden geht. Slash mal war es bei 60 Sekunden. Das war ein bisschen viel. Tanzen wir mit dem Tod. Aber es kann jetzt eben auch sein, dass das Rennen hier kürzer ist. So, ich habe ja auch meinen Wagen mal gewechselt, weil wir gehen jetzt in die Racer-Szene. Weil wir jetzt gerade das Offroad haben wir ja gegen den Udo Sledge mal gewonnen und da haben wir jetzt gerade gar keine Rennen. Deshalb haben wir hier jetzt nochmal hier in die andere Liga. Wir müssen jetzt mit dem Klamm auch ein bisschen aufpassen, dass wir eher ein bisschen auf der Straße bleiben, weil der Wagen eben auf der Straße schon bedeutend besser ist. Alter, lenk hier doch mal. Und halt auch Offroad kann man nicht so gut mit dem beschleunigen. Deshalb ein bisschen schauen, dass wir auf dem Asphalt bleiben. Und ja auch schauen, dass der Counter runtergeht. Wir haben noch 3 Kilometer. Sieht so ganz gut aus. So, der ist jetzt auch noch ganz original. Ich glaube, eine Speedcard ist schon mal drin. Aber der Rest hier ist noch alles ganz frisch. Oh, jetzt komme ich hier ein bisschen. Ja, der ist ein bisschen langsamer halt auch. Also vor Racer denkt man sich so, boah, geil, Leute, der geht jetzt voll ab, aber. Nee, ist noch ein bisschen langsam unterwegs hier. Aber es ist halt wohl einer der schwächsten Karren im Spiel. Denke ich jetzt mal so. Ich weiß es natürlich nicht, aber es kann natürlich so sein. So, das eine, das Ziel hier auf der rechten Seite hätten wir abgeschlossen. Wir müssen aber natürlich noch gewinnen. So, hier mal vierter Gang. Ich glaube, bis jetzt im Rennen noch gar nicht den vierten Gang drin gehabt hier mit dem Wagen. Okay, ich kann das Ding gewinnen. Ja, es sieht ganz gut aus. Wir sind gut in Führung. Platz 2 ist noch irgendwo da hinten und die anderen sind, glaube ich, schon sogar noch ein bisschen weiter weg. Wo wir nur 133 hatten gegen 130. Also es kann jetzt eben sein, dass die nächsten Rennen auch so ein bisschen anziehen. So, ein bisschen extra Kohle, auch ganz gut. So, hier noch ein bisschen was. So, das könnten wir quasi schon mal einbauen, ja, okay. Bremsen ein bisschen besser. Bremskraft, ja, okay. Pass und Höchstgeschwindigkeit, ja, geht sogar auch ein bisschen nach oben. So, 5 haben wir hier. So, Tankstellen, um Schnellreisepunkte freizuschalten. Ah, und optische Schäden zu reparieren. Und Nitro aufzufüllen. Das war kalt? Und was ist jetzt, Mann? Jetzt besiege ich deine Racer. Und dann dich. Los, Gentleman. Du hast keine Chance gegen mich. Das wird sich zeigen. So, hier hätten wir noch so ein Plakat. Die Frage ist, wo ich das am besten herhole. Alter, was ist das von der Münze hier? Das ist so ein Joker. Joker sag ich schon. Pokerchip hier. So, Chips 1 von 100. Oh, es gibt sogar Geld. Ist natürlich auch ganz cool. So. Oh, ganz knapp hier. Alles klar. So. Plakatwende. Wenn hier gerade die Musik so abgeht, ich habe ein bisschen, muss ich zugeben, ein bisschen Probleme mit der Musik teilweise. Sie ist noch ein bisschen zu laut. Ich will sie nicht immer ganz ausmachen, aber so ein bisschen leiser, so im Hintergrund. Und ja, ein bisschen komisch bei Gran Turismo zum Beispiel. So hat es das jetzt übernommen, oder? Ja, bei Gran Turismo eben zum Beispiel ist es gar nicht der Fall. So, wenn ich jetzt mal nichts sage oder so, dann hört man sie noch ein bisschen. Ja, vielleicht kann man sie um 1 nochmal lauter stellen, ich weiß es nicht. So, oh, gleich hier drüben sogar. Ah, ja, alles auf einem. Kann ich reinzoomen, genau. Ja, alles auf einem Haufen. Ach so.
Nee, wir sind ja hier. Oh, weil ich eben das eine Rennen ja hier gestartet habe und ich auch eine Schnellreise hier zu dem Shop gemacht habe, dann würde ich das kurz machen und wir sehen uns dann direkt beim Rennen. So, schließe das Event innerhalb von 140 Sekunden ab und gewinne das Rennen. Puh, wie möglich ist das? Ich weiß es nicht. Denkst du, du kannst meine Crew nochmal besiegen? Letztes Mal war es ein Kinderspiel. Na dann. Ich sag's mal so, wir haben ja letztes Mal gut gewonnen. Okay, auf zum Sieg. Ich sag mal, wenn wir da jetzt wieder ein bisschen Geld verlieren, dann ist jetzt auch nicht so schlimm. Auf 5,5 Kilometer. Hört sich so ein bisschen viel an, aber ich weiß eben nicht. Schauen wir mal. Oh, wir können sogar ein bisschen hier Windschatten fahren. Alle hier auf einem Haufen. Sorry, war Absicht. So, komm, lass mich mal hier. Alter Falter. Ist schon ein bisschen langsam. Ich habe jetzt gar nicht auf die Punkte geschaut. Leider. Hab zu schnell das Rennen angenommen. Das muss ich mir noch ein bisschen abgewöhnen, dass ich da immer so schnell annehme. Damit man ein bisschen immer gucken kann, wie eben hier die Punkte oder die Stufe von den Gegnern ist. Es kann jetzt eben sein, guck mal, wir fahren jetzt hier schön auf Platz 3. Dass wir eben vielleicht ein bisschen Nachteile haben. Oder gar nicht mehr so gut sind von der Stufe her. Das könnte eben sein. Dich schnapp ich mir. Oh, hier voll ausgewichen. So, von der Zeit her eine Minute. Okay, die Hälfte. Ja, okay, doch. Könnte passen. Wenn man es hier so ein bisschen sieht. Könnte gut funktionieren. Oh, Alter! Der ist ja gar nicht von uns. Wollte schon sagen hier. Nissan 370Z war das, glaub. Rast du an mir vorbei? Ja, es hätte er gerade einfach hier einen Gang weitergeschalten. Aber der war gar nicht ja bei uns im Rennen. Aber der ist zum Beispiel... Ah, jetzt komme ich ein bisschen raus. Die Kurve war nicht so gut. Ich glaube, wir müssen sogar ein bisschen tunen. Also ist schon ein bisschen krass heftig. Okay, wann wenn nicht jetzt? So, das heißt, wir werden vielleicht die Wette verlieren. Guck mal, hier jetzt in der Kurve. Hat das so ein bisschen... Aber guck mal, jetzt kommen wir wieder schön ran. Guck mal, geht mal gar nichts hier im vierten Gang. Muss man dazu sagen. Boah, Alter, jetzt gibt einer wieder Gas. Von der Zeit. Oh, ja, doch gut. Ey, wo ist er jetzt? War einmal ganz nah dran. So vom Hören her. So, richtig gut. Dass wir das geschafft haben. So, hier gibt es wieder Geld. Hier gibt es wieder Points. Hier gibt es wieder Nitro und Beschleunigung Turbo. Oh, das ist richtig gut. Da geht er richtig ab. Da können wir schon mal... Ach, guck mal, da oben, das Rote, das sieht man doch. Oder? Nee, was ist das? Das Rote, der Balken? Ich habe gedacht, das ist so eine PS-Anzahl, aber wir haben ja schon 300. Aber das ist so, denke ich mal, so rüste dreimal dieselbe Marke für einen Bonus. Ah, das geht auch. Ich denke mal, das ist wohl der Rahmen, in dem sich der Wagen bewegen kann, leistungsmäßig. Jetzt nicht, also da oben nicht die PS-Zahl in den Balken, sondern einfach, ja, die Stufenzahl halt einfach. Also kann er bis 300 gehen. So, okay. Wir haben ein weiteres Rennen. So, oh, da drüben zum Beispiel hätten wir aber den Shop und ein Plakat. Was? Was labert die? Frag doch Lina Navarro. Nicht viele gehen ja so unter die Haut wie du. Was hast du gemacht, mein Freund? Sie will die Rennen in Fortune Valley manipulieren. Ich habe ihre Pläne durchkreuzt. Ah, ja, man dreimal Outlaw. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Hier, der Kaktus ist Outlaw. Oder nee, hä? Wieso kriege ich hier einen Bonus? Und hier nicht? Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Und was genau ist der Bonus? Rüste dreimal dieselbe Marke aus. Ich mache das jetzt einfach mal rein. Ich habe so wenig Geld eigentlich. Ist immer so eine Sache, soll ich da Geld ausgeben oder so? Ich weiß es nie. Ist immer so ein Ding. Was können wir hier sonst noch Tolles machen? Getriebe Nitro. Turbo Nitro. Oberbremsen. Ja, lassen wir jetzt mal so. Ein bisschen haben wir was mal gemacht. So, das nächste Rennen wäre auch direkt hier durch den Tunnel durch.
Für mich wäre aber vielleicht noch ganz kurz interessant, wegen dem Plakat zu schauen, ob das jetzt hier easy zum Holen ist. Wo es überhaupt genau ist. Ja, hier oben. Wie komme ich da am besten hoch? Drüben war ja was. Hier vorne geht es ja nach links hoch. Vielleicht kommt man da hin. Ja, ich glaube schon, weil da ist nochmal so eine andere Kurve. Da könnte wohl eine Rampe sein. Ich denke mal, von der Beschleunigung her könnte er noch ein bisschen besser sein. Wow! Okay, man sieht es gar nicht gerade. Das ist schon gerade ein Anzeigefehler, aber es war ganz knapp, ey. Also richtig extrem knapp haben wir das erwischt. So, okay, es geht hier durch den Tunnel und nach dem Tunnel kommt das Rennen. So, hallo, kein beinahe Unfall. Beschleunigung, wieso kriege ich hier immer... Autsch. Okay, das war Unfall. Sonst gibt es ja immer noch so beinahe Unfälle. Aber hier irgendwie nur Beschleunigung, obwohl ich gar nicht groß beschleunige eigentlich. Nee, jetzt war so eine Folge. So, wir haben 151 gegen 150. So, drifte 100 Meter. 1000 Meter und gewinne das Rennen. Nee, lass mir es mal. Einfach aus dem Grund. Morgan denkt, er sei wieder im Spiel, Leute. Wie wäre es, wenn wir seine neue Zuversicht zu Grabe tragen? Ihr könnt's gerne versuchen. Einfach erst mal so aus dem Grund, dadurch, dass ich mit dem Wagen jetzt nicht groß driften gehe eigentlich. Aber es wird jetzt vielleicht so eine Strecke sein, wo man gut driften kann. Aber ich weiß eben nicht. Er ist jetzt nicht so ausgelegt zum Driften. Oder ist noch gar nichts. Es ist einfach noch mega Standard eingestellt. Und deshalb würde ich eben mal sagen, ein bisschen Härte schadet nie, dass wir das mal eben lassen. So, oh, hallo. So langsam geworden. So, wieder durch den Tunnel. Gefallen dir meine Rücklichter? Ah, können noch besser werden. Ist ja noch nicht hier angepasst. Sag mal, wenn der Wagen so dunkel bleibt, könnten wir die Rücklichter auch ganz dunkel machen. Je nachdem, was wir von der Farbe machen oder irgendwas in die Richtung. Wie gesagt, bis jetzt wurde ja noch nichts groß an dem Wagen gemacht. Außer ein paar Speedkarten hier. So, ja, hier hätten wir schon ganz cool driften können, aber ob wir da wirklich einen Kilometer hinbekommen. Vor allem, guck mal hier eben. Ich weiß nicht, hier in den Drifts müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil wir eben da gar nicht so schnell sind. Und die sind immer nah dran. Ja, aber einen Kilometer hätten wir vielleicht schon hinbekommen können. So, wow. Wow. Nein, verdammt. Ja. Oh, BMW. Das war ein bisschen eine blöde Folge. Alter, zum Glück ist Steine gerade gegen den LKW gefahren. Aber der andere LKW bei mir, der hat mich so ein bisschen rausgebracht und hat es bei dem BMW nicht mehr gereicht. So, einmal hier runter. Ein bisschen Gas geben. Also immer noch 2,5 Kilometer. Oh, das war... Ja, guck mal, was man hier für einen geilen Drift machen kann. Das hätte ich schon klappen können, okay. Hätte eben vielleicht gedacht, dass eben die Strecke ein bisschen kürzer wäre und dann wäre es eben auch kniffliger gewesen. Also von Driftwagen dann wohl nicht, aber halt von ganz normalen Wagen. Vor allem sind wir aber relativ weit vorne. Kann es sein, dass sie auch viel driften? Ich düse hier durch. So, oh, und es gab eine kurze Pause oder ich musste leider unterbrechen. Mein Router ist irgendwie abgekackt und ja... Man braucht heutzutage für alles eine stetige Internetverbindung. Es hat einfach mal 20 Minuten gedauert. Aber ich hab's noch drauf. Okay, keine Ahnung. Irgendwie gab's kleine Probleme. Aber jetzt sind wir hoffentlich wieder zurück, ich weiß nicht. Ich traue dem heute nicht so, meinem Router. Bin heute nach Hause gekommen und da hatte ich auch schon irgendwie kein Internet. Aber nun gut. So, neu und aktuell. Jetzt kann es eben sein...
Der wird jetzt... Ja doch, klar, PS und so wird ein bisschen besser, aber die anderen werden ein bisschen schlechter, weil... Nee, der hat Sprung, aber halt wegen dem Outlaw, wegen dem Bonus. Das geht eben auf das Feuer und auf den Blitz. Ja, dann... Tun wir es mal in die Garage schicken. Lass wir es mal. So, jetzt bin ich eigentlich eh gerade voll raus. Ich würde mal sagen, wir machen die nächsten zwei Rennen. Dann im nächsten Part. Speedtrap 178, ja, ist ein bisschen übel. Schlag meine Crew im nächsten Rennen. Dann reden wir. So, ein Donut. Wird mit dem, glaube ich, nicht so ganz gehen. Ja. Okay, hier drüben, ja, da müsste ich, glaube ich, ganz schön viel Anlauf holen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.